Hi, kids, do you like Ja, Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt und ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Denn wir befassen uns heute, ja, mit einer Trennung. Ich brauche eigentlich eine schlaue Brille. Ist diese Brille schlau? Diese Brille ist, ich trinke Mate. Ist diese Brille schlau? Jo. Liebe Freunde, wir befassen uns heute mit einer wichtigen Thematik, denn Danilo und Aurelia haben sich getrennt. But they didn't did it like just a statement and it's over. No. They are about to discuss about everything, you know? So, Danilo did statements. Aurelia did statements. Danilo did more statements. So we are very excited about how they are talking about their future without together. Thank you very much for listening to my beautiful English. Ich hoffe, ihr dachtet jetzt nicht, dass es wirklich mein englisches Vokabular ist. Also ein bisschen besser kann ich schon, gell? Also reißt euch zusammen, gell? Nicht jetzt ausfallen werden. Ich weiß nicht warum, ich glaube, ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Ihr merkt schon selber. Für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Zeddo. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Köln und ja. Ich würde sagen, wir machen nicht mehr lang rum. Lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks, holt euch was Leckeres zu trinken, denn das ist wichtig, dass wir uns hier wohlfühlen, liebe Freunde. Und wir fangen direkt an mit dem Video. Wir haben aber gestern in der gestrigen Folge Insta-News schon das allererste Statement von Aurelia gesehen und den Anfang vom Statement. Also sie hat ein Bild gepostet, das haben wir uns durchgelesen. Dort ist sie mäßig drauf eingegangen. Hat sich so angehört, als wäre er fremdgegangen und als hätten ihr Leute das zugeschickt. Und sein erstes Statement war, yo, er hat nichts von ihr gehört, 2-3 Tage lang und auf einmal kriegt er einen Anruf, der ging 7 Sekunden, da sagt sie, yo, ich mach Schluss, tschüss. Im gleichen Moment hat sie dieses Instagram-Posting gepostet. Also falls ihr das nochmal sehen wollt, schaut euch die Insta-News-Folge von gestern an, dort seht ihr auch weitere News, Peyton und Luca in love, wir wissen es nicht. Schaut da gerne rein und wir machen jetzt weiter an dem Punkt, wo wir gestern sozusagen aufgehört haben. Er erzählt jetzt nochmal von diesem Anruf. Wir gehen rein, let's go. Und ich habe von ihr nichts gehört den ganzen Tag und heute Mittag habe ich einen Anruf bekommen von etwa 7 Sekunden. Da hieß es, ich so hallo, sie so hallo, ich so was ist passiert, ist alles gut, was los? Ich will dir sagen, dass ich Schluss mache, ciao. Und in derselben Sekunde kam so ein Insta-Post. In Germany we say, scheiße gelaufen. Ich kann mir das komplett nicht erklären. Ich weiß gar nicht. Ich weiß von nichts. Das Problem ist, Leute, meine Menschenkenntnisse ticken gerade durch, weil dieses, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, ich habe gar keinen Plan. Das wirkt auf mich so, als ob du gar keinen Plan hast, warum sie von jetzt auf direkt Schluss macht. So, das hat er ja schon zugegeben. Sie hat von eine Sekunde auf die nächste Schluss gemacht. Und dieses, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe keinen Plan, was gerade los ist. Das wirkt auf mich gerade so, als würde jemand lügen. Aber ich war nicht dabei. Es ist nur dieser Menschenkenntnisse-Tick, den ich einfach habe, indem ich so Menschen so einfach ein bisschen aus den Augen ablesen kann und wie sie sich verhalten, ob das wirklich stimmt, was sie sagen oder nicht. Und es wirkt auf mich, als würde es nicht stimmen. Das ist nur meine, wie sagt man, mein Bauchgefühl. Und das Schlimme ist, als Aurelia und ich die Beziehung mit euch geteilt haben, gab es die eine oder andere Person, die hat sich richtig im Zeug gelegt, oder die haben sich richtig im Zeug gelegt, weil es waren mehrere. Und was mich auch abfuckt, sorry, dass ich nochmal anhalte, er überlegt richtig lange. Wenn du weißt, was du sagen willst, überlegst du doch nicht. Und beim Überlegen guckt er immer nach rechts. Was machen Menschen, die lügen? Die gucken weg. Die gucken weg, liebe Freunde. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich weiß nicht, ob er immer so langsam redet. Das könnt ihr vielleicht besser einschätzen. Vielleicht folgen ein paar von euch ihm. Aber dieses Überlegen, was man sagt, obwohl man gerade ein Statement machen will zu etwas. Es ist so, Sie haben sich richtig im Zeug gelegt und Mühe gegeben, unsere Beziehung zu zerstören. Ihr wisst genau, also die das jetzt so gucken und ihr könnt euch angesprochen fühlen, die haben alles Mögliche gemacht, um die Beziehung zu zerstören.
Okay. Wir haben noch darüber gestritten ohne Grund. Okay. Und leider hat sie oder haben wir diesen Test nicht bestanden. Okay. Das gehört sich dazu in einer öffentlichen Beziehung. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich weiter sagen soll. Okay. Ich wurde überall geblockt. Ich habe ihr versucht anzurufen. Ich wollte das klären. Keine Chance. Und ich finde das extrem heftig und ich bin auch extrem enttäuscht von ihr, dass sie sowas Krasses in der Öffentlichkeit postet, dass sie mir so Anschuldigungen macht. Gerade sie, die immer gesagt hat, sie will die Beziehung geheim halten, sie will nicht so viel preisgeben in der Öffentlichkeit. Und genau sie schießt sowas Krasses in der Öffentlichkeit. Man muss aber dazu sagen, ich hätte es jetzt von Aurelia nicht anders erwartet. Dieses, man ruft kurz an, sagt, man macht Schluss, man postet dann direkt das Bild, man blockiert ihn überall. Das ist irgendwie so, so stelle ich mir eine Beziehung mit Aurelia vor. Wenn du ein Problem mit ihr hast, dann blockiert sie dich erstmal direkt für eine halbe Stunde. Das sind diese Arten von Beziehungen, ne? Ihr merkt gerade selber, falls ihr in einer Beziehung seid, falls ihr euch auch mal mit eurem Freund ab und zu blockiert, merkt ihr selber, ne? Ja. Okay, aus dem Alter müsst ihr einfach noch rauskommen. Oder ihr fühlt's, das ist eure Sache. Ich bin raus, ne? Ich sag's ja nur. Es gibt ja einige Beziehungen. Also ich krieg das ja auch immer wieder über Ecken mit, so, man blockiert sich in Beziehungen, aber meistens sind das, auf mich wirken diese Beziehungen meistens ein bisschen toxisch. So, ne? Aber gut, es ist jedem sein eigenes Bier, was ihr zu Hause macht und wie eure Beziehung läuft. Ich hoffe, bei euch allen läuft eure Beziehung super und es funktioniert bei euch allen. Das meine ich wirklich vom Herzen. Das meine ich wirklich vom Herzen. Aber wenn man sich in Beziehungen blockiert und sowas, da ist der Hase doch eh schon davon gekoppelt, du. Hör mal. Das gehört sich einfach nicht. So, das gehört sich einfach nicht dahin. So, das ist eine private Sache. Und man kann auch darüber reden, wie erwachsene Leute. Das stimmt. Ich habe das leider genauso wie ihr über Instagram erfahren. Ich konnte mit ihr gar nicht reden. Und das verletzt mich am meisten, weil genau sie das gesagt hat. Man muss auch dazu sagen, egal ob es stimmt oder nicht. Also sagen wir mal jetzt Szenario, Aurelia hat Sachen zugeschickt bekommen, in denen man ihn sieht, wie er beispielsweise schlimmsten Fall mit jemandem... Okay, das wäre natürlich für jeden wäre das ein Grund, Schluss zu machen. Trotzdem ist es uncool, die Person nicht mal mehr zu Wort kommen zu lassen. Wenn das stimmt, dass sie ihn direkt überall blockiert hat, sie hat 7 Sekunden angerufen, direkt aufgelegt, dieses, du lässt eine Person nicht mal mit dir reden. Es kann ja sein, dass es aussieht wie Danilo auf dem Video, aber es zum Beispiel gar nicht er ist. Aber er hat jetzt gar nicht die Möglichkeit zu sagen, dieses scheiß Video, was du da bekommen hast, das bin gar nicht ich und ich werde es dir beweisen oder keine Ahnung. Oder er ist es, aber er will noch irgendwas dazu sagen. Er möchte noch seinen Abschiedsbrief, seine Abschiedspräambel verfassen. Keine Ahnung. Deshalb, also vom Ding her, auch ultra unerwachsenes Verhalten, eine Person direkt so überall zu blockieren, dass gar keine Kontaktmöglichkeit mehr besteht, außer man schickt einen Brief, Alter. Per Einschreiben. Ciao. Die ganze Zeit. Und was ich noch sagen will, sie hat irgendwas geschrieben, sie will keine Schlammschlacht starten. Und sie will mir nicht diese Plattform bieten. Also, wer hier was gestartet hat, das bist du. Du hast diese Schlacht angefangen und ich will eigentlich diese Schlacht gar nicht bestreiten. Ich habe gar keinen Bock auf das. Und du sagst mir, dass ich irgendeine Plattform brauche oder irgendwas. Ich brauche von dir gar keine Plattform. Mich interessieren deine Follower, deine Likes, whatever, gar nicht. Und wenn du so einen Satz rausbringst, das zeigt mir, dass es für deine Sicht vielleicht nicht echt war. Bei mir sind echte Gefühle im Spiel und ich habe das Letzte, was ich denken würde, ist irgendwas von Plattform oder keine Ahnung was. Aber das sieht man halt, wie das Showbusiness funktioniert. Er dreht gerade die Worte, sie sagt, sie möchte keine Schlammschlacht, sie möchte das jetzt nicht größer aufwirbeln als dieses Statement, was sie gepostet hat, diese Wörter, weil sie ihm keine Plattform bieten will. Also so mäßig, sie möchte ihm einfach keine weitere Aufmerksamkeit schenken. Er dreht das jetzt um oder er sagt jetzt, was für Schlammschlacht, man merkt, dass du keine richtigen Gefühle hattest, weil du so über mich denkst. Ich bin gleich sehr gespannt auf Aurelias Statement, sage ich euch ehrlich, liebe Freunde. Du, jetzt gerade wird es langsam ein wenig spannend. Let's go, rein da.
Ich kann nur sagen, ich bin extrem enttäuscht. Ich weiß gar nicht, was ich weiter sagen soll. Wie oft hat er jetzt schon gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll? Liebe Freunde, das ist für mich ein sehr, sehr instabiles Kartenhaus hier. Das ist für mich ein sehr instabiles Kartenhaus. Und ich bin kein dummes Köpfchen. Das kann ich euch schon mal sagen. Und ich habe keine Insider-Infos. Noch dazu. Muss ich auch dazu sagen. Ich habe keine Insider-Infos. Es ist nur das, was ich denke. Seine Blicke sind 90% da und 10% in der Kamera. Und trotz allem will ich eigentlich nicht groß darüber reden. Ich weiß, was zwischen uns ist und war. Und auch wenn ich dich gar nicht erreiche telefonisch, will ich dir nur sagen, dass ich will gar nichts Böses. Ich will dir nichts Böses in der Öffentlichkeit sowie auch privat. Ich will nur, dass es dir gut geht. Und ja, falls irgendwas ist, ich bin auf jeden Fall da. Mehr kann ich nicht sagen. Das war das Statement von Danilo. Und wir gehen direkt rüber in Aurelias Statement, denn sie hat jetzt auch ein Video-Statement gemacht. Ich bin wieder zurück. Ja, also es fällt mir auch nicht leicht, hier überhaupt in die Kamera zu sprechen, weil einfach die letzten Tage, glaube ich, die schlimmsten Tage in meinem Leben waren, wo ich mich zurückerinnern kann. Es ist das Schlimmste passiert, was einem passieren kann in so einer Situation. Okay, lasst uns kurz gemeinsam überlegen, was ist das Schlimmste, was einem in einer Beziehung passieren kann? Okay, ihr habt alle eine Antwort für euch selbst abgespeichert. Wir gucken weiter. Was ich mit meinen eigenen Augen sehen musste. Leider. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Also ich habe es immer durch Freunde mitbekommen oder ganz übertrieben gesagt in Filmen oder sowas. Aber mir selber ist das nie passiert. Und das dann am eigenen Leib mitzuerleben, ist wirklich unbeschreiblich schrecklich. Es wird auch noch eine Weile dauern, bis ihr wieder die lebensfrohe Aurelia habt. Aber ich versuche einfach weiterzukämpfen, weiterzumachen, so wie ihr mich auch kennt. Gebt mir die Zeit, bitte. Irgendwie sie ist gerade ein bisschen süß. Ich würde sie gerne umarmen, es tut mir gerade alles bisschen leid. Also, da muss man auch wiederum sagen, meine Menschenkenntnisse gerade sagen, dass sie nicht lügt. Das ist nur mein Eindruck. Es kommt sehr realistisch rüber, vor allem als sie gesagt hat, ich musste die Bilder mit meinen eigenen Augen sehen, hat man in ihren Augen gesehen, wie sie vor den Augen etwas abspielt. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde oder ob ich einfach krass bin, Leute. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich krass bin. Ich werde aber nicht in Selbstmitleid baden. Vielleicht, wie das sich einige denken, keine Ahnung. Ich versuche einfach weiterzumachen und nicht mehr zurückzublicken. Ich möchte auch kurz sagen, danach kommt nochmal ein Statement von Danilo, auf das ich auch jetzt sehr gespannt bin. Ja, ich möchte an dieser Stelle einfach meinen Freunden und Familie danken, dass ihr alle so für mich da wart und mich so unterstützt habt. Ich muss mich jetzt gerade kurz fangen, weil es mich einfach noch extrem verletzt. Ja, ich habe viele Nachrichten dazu bekommen. An der Stelle möchte ich mich auch bedanken an meiner Community, dass hier immer so eisenhart hinter mir steht. Und auch sehr, sehr viele Nachrichten von Frauen, Mädels, die in derselben Situation wie ich stecken oder Angst davor haben, diesen Schritt zu gehen. Und ja, ich werde euch mitnehmen in meinem Heilungsprozess. Ich bin leider nicht der Mensch, der auf Knopfdruck einfach eine Rolle spielt,
So habt ihr mich auch kennengelernt. Ich gehe immer ehrlich mit meinen Gefühlen um und werde euch einfach... Ich bin gerade am Überlegen, ob es noch was anderes sein könnte, außer Fremdgehen, was sie gerade meint. Also, weil sie hat es ja gesehen. Sie hat ja gesagt, es wurde ihr zugeschickt. Deshalb, was ich auch schrecklich finde in einer Beziehung, ist häusliche Gewalt. Aber davon gehe ich gerade nicht aus, weil sie hat ja nicht gesagt, er war bei mir zu Besuch und ich musste ihn rausschmeißen, sondern es war so, ich habe was zugeschickt bekommen und das wollte ich nicht sehen. An diesem Heilungsprozess teilhaben und versuche mit euch zusammen, mich einfach da wieder hochzukämpfen und eine noch bessere Version aus mir selbst zu werden. Ja, und wie das Leben so mit sich spielt, kommt natürlich immer alles auf einmal. Ich habe einen Todesfall in der Familie und muss am Mittwoch auf eine Beerdigung gehen, was das Ganze natürlich nicht einfacher macht. Ja, so ist es halt. Ihr wisst, wie es ist. Wenn, dann trifft das Leben einen richtig. Das tut mir richtig, richtig leid gerade. Damit habe ich auch gerade nicht mehr gerechnet. Mein Beileid an der Stelle, falls du das siehst, Aurelia. Ja, we all know situations like that. Wenn etwas scheiße läuft, dann laufen auch noch andere Dinge scheiße. Kennen wir? Wir gehen direkt rein in das letzte Statement von Danilo. Ich sag mal so, wenn eine Person sagt, sie braucht Zeit für sich, und diese Person schreibt einfach jedem zurück, so copy-paste, einfach um mich schlecht darzustellen, egal, einfach um mich schlecht darzustellen, so voll am Schießen, einfach, ich verstehe das nicht. Und Leute... Aber die Frage ist, warum schreibt die Person jedem zurück? Weil sie etwas gegen dich in der Hand hat? Sonst würde sie das ja wahrscheinlich gar nicht tun. Sonst wäre das ja Verleumdung oder Rufmord, irgendwas in die Richtung. Dann könntest du ja ganz easy jetzt hingehen und sagen, ich pack mir einen Anwalt, hier ist mein Anwalt, du schädigst gerade meinen Ruf. Du kriegst ja wahrscheinlich die Screenshots von den Nachrichten oder was auch immer, wie sie ihren Zuschauern zurückschreibt oder was auch immer. Dann hast du ja auch Beweise. Dann kannst du, wenn du das selber wieder gegenbeweisen kannst, damit vor Gericht ziehen, wenn du magst. Also ich würde das tun, wenn jemand meinen Ruf schädigt und Lügen über mich verbreitet. Ich würde das direkt tun. Direkt. Weil ich hasse nichts mehr, als wenn jemand ein Gerücht über mich in die Welt setzt. Leute, ihr wollt mich nicht erleben, wenn ich höre, jemand hat gesagt, du hast das und das. Und es stimmt nicht. Wenn es stimmt und es ist rausgekommen, ein Geheimnis von mir, okay, aber es stimmt. Aber wenn es nicht stimmt, Leute, ich telefoniere so lange rum, bis ich weiß, welche Person das gesagt hat. Ich bin dann ein anderer Mensch. Ich bin ein anderer Mensch. Ich mag sowas einfach nicht. Wenn sich jemand das Recht nimmt, sich etwas zu überlegen über mich, was nicht stimmt, ich hasse das. Und ich denke mir dann, oder ich möchte dann auch von der Person wissen, warum sie sich das ausgedacht hat. Diese Antwort ist die Person mir dann auf jeden Fall schuldig. So, gut ist. Die eine eigene Meinung haben oder nur schreiben, es ist nicht korrekt, dass man einfach blockiert und so Sachen gehören sich nicht in der Öffentlichkeit. Einfach diese Leute als herzlos zu bezeichnen und zu blocken, also what the fuck, so, was ist dein Ziel? Willst du mich noch mehr bloßstellen? Was ist dein Ziel? Ich verstehe das nicht. Aber ich frage mich gerade, was interessiert ihn das denn, ob sie Leute unter ihren Beiträgen blockiert, die kommentieren, dass sie herzlos handelt oder dass sie falsch handelt oder dass sie dich nicht hätte blockieren sollen. Das ist auch meine Meinung. Egal, was vorgefallen ist, man kann zumindest danach drüber reden. Vielleicht haben sie auch drüber geredet und er hat es nicht erwähnt. Kann ja auch sein. Aber falls sie es nicht haben und sie hat ihn direkt überall blockiert und ihm nicht mal die Chance gegeben zu reden, dann ist uncool. Hätte ich nicht so gemacht. Aber warum interessiert das dich, ob sie ihre Zuschauer dann da blockiert? Das ist ja eigentlich irrelevant jetzt in dem Fall. Und ich finde es krass mitzusehen. Also ich sag's mal so. Ihre Freundinnen und so haben mich von Anfang an nicht wirklich akzeptiert. Sie haben auch... nicht immer gute Sachen über mich gesagt, auch Sachen erfunden. Ich will gar nicht groß darüber reden, weil das regt mich dann wieder auf. Und
sie hat das eingesehen, sie hat das selber verstanden, dass nicht jeder nur das Gute will. Und ich finde es jetzt voll krass zu sehen, wie sie jetzt eins auf aller Best Friends wieder macht. Obwohl ich so viele Sachen weiß und so viele Sachen gesagt wurden. Und ich denke mir so, hardcore so. Und ich denke mir, da sieht man halt wieder das wahre Gesicht der Menschen. Und auch, ich verstehe nicht so diesen Hass so. Ich habe nicht einmal geschossen oder ich habe nicht einmal was gesagt, obwohl ich so viel sagen könnte. Redet er gerade um den heißen Brei? Es sind gerade Themen, die gar nichts mehr mit der Situation zu tun haben, so mäßig. Ja, Freundinnen von ihr, über die sie schlecht geredet hat, mit denen ist sie jetzt wieder cool. Ja, wenn du Scheiße gebaut hast und die Freundinnen haben ihr gesagt, guck mal, der hat Scheiße gebaut und sie hat aber in der Beziehung gesagt, nee, lasst mich, das ist mein Freund. Und jetzt hat sie gesehen, sie hatten recht. Logisch chillt sie dann wieder mit denen und entschuldigt sich bei denen, dass sie ihre Augen nicht aufgemacht bekommen hat. Wenn das der Fall ist. Ne, Leute, ich rede hier gerade immer von einem Szenario, wovon wir gerade ausgehen, weil es kein anderes gerade hier zur Debatte gibt. Es ist aber nichts, wo ich dabei war oder wo ich mitreden könnte. Es ist einfach nur meine eigene Meinung zu den Sachen, die sie gerade öffentlich sagen. Und das, was er gerade hier die letzten 2 Minuten geredet hat, war ein Löffel in einem heißen Brei und der gerade ein wenig rumrührt. So. Macht heißer Brei so? Nee, ne? Aber ich weiß nicht, wieso man sich in diese Opferrolle so krass versetzen muss, dass zum Beispiel alle auf ihrer Seite sind und alle gegen mich so. Ich verstehe nicht, wieso. Und dann heißt es, sie will mir keine Plattform bieten oder keine Ahnung was. Ich mache gar nichts. Ich habe nichts gemacht, weder um eine Plattform zu kriegen. Ich habe weder geschossen, ich habe nichts gemacht. Aber ich bekomme einfach täglich so eine reingedrückt. So. Und ich denke mir so, was ist dein Ziel? Mädel, was ist dein Ziel? Und wenn man angeblich eine Person liebt, dann macht man das nicht so. Wenn man angeblich eine Person geliebt hat, dann brauchst du wirklich Zeit für dich und du schreibst nicht jedem zurück und du versuchst nicht, diese Person richtig schlecht zu machen bei allen Menschen so. Da gebe ich ihm wieder ein bisschen recht. Es kommt aber auch darauf an, was vorgefallen ist und wie viel Hass sie gerade verspürt. Trotzdem ist es nicht erwachsen von ihr. Das stimmt. Aber ihr Verhalten war ja in manchen Situationen oder in vielen Situationen auch bei I Do One und so weiter auch nicht besonders erwachsen. So, also ist jetzt nichts, was mich gerade von den Socken haut komplett. Und jedem zurückzuschreiben. Und es gibt so viele Geschichten, aber eine davon will ich euch erzählen, weil diese ist die krasseste, die ich je in meinem Leben gesehen und gehört habe. Jetzt bin ich gespannt. Ein Fake-Account hat ja mal geschrieben, hier meine Nummer, ruf mich an, ich habe dir einige Sachen zu erzählen. Eiskalt hat die 1 Stunde mit dieser Person telefoniert. Diese Person hat 1 Stunde am Telefon scharf gegen mich so geschossen. Hä? Stell dir mal vor, wie krank. Man telefoniert mit Menschen, die man nicht kennt, um sich Sachen anzuhören. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist ja klar, dass Leute Sachen behaupten, viele versuchen... Nein, das ist nicht klar. Es ist nicht klar. Sowas passiert nicht 1000 Mal am Tag oder einmal im Monat. So klar gibt's so langweilige Gerüchte, aber wenn mehrere Leute an dich ran wollen und sagen, guck mal, ich möchte mit dir telefonieren, ich möchte mit dir reden, weil da ist etwas vorgefallen bei deinem Partner oder wie auch immer, dann ist das nicht etwas, was mal vorkommt. So, also es kommt nicht viel vor. Ich kann ja von mir reden, ich kann von meinen Freunden reden, die weitaus größer und relevanter sind als Aurelia und Danilo jetzt in dem Fall. Also das kommt nicht jeden Tag vor. Von Sachen zu zerstören. Und wenn man sich sogar noch die Zeit nimmt, 1 Stunde lang zu telefonieren. Ich habe vieles gesehen, okay? Ich habe vieles gesehen. Und ich sag so Sachen nur jetzt, weil ich übers Wochenende halt vieles gesehen habe. Das klingt aber so, als dieses
Wenn man sich dann noch die Zeit nimmt, eine Stunde zu telefonieren. Für wichtige Dinge nimmt man sich ja auch eine Stunde Zeit, ne? So klar ist es jetzt komisch, wenn jemand Wildfremdes mit dir telefonieren will. Aber du musst auch so überlegen, die wildfremde Person hat sich auch eine Stunde Zeit genommen, um ihr irgendwas zu erklären, um ihr irgendwas näher zu bringen. Also so klar kann man sagen, sie macht es vielleicht aus Langeweile. Klar kann man sagen, sie will dir vielleicht was reindrücken. Das Problem ist, redet man dann nicht in einer Beziehung über sowas? Ist sie dann nicht auf dich zugekommen, hat gesagt, guck mal, die hat mir das und das und das erzählt. Kannst du mir das Gegenteil beweisen? Kannst du mir beweisen, dass die Person einfach nur Müll gelabert hat? Und dann ist halt auch die Frage, warum will die Person uns schaden? So. Ist das passiert? Ist das nicht passiert? Wahrscheinlich ist es passiert, dass sie drüber geredet haben, sonst wüsste er ja nicht, dass ihr eine Person geschrieben hat und ihr die Person mit ihr eine Stunde telefoniert hat. Die Frage ist, warum er es jetzt anspricht und warum es ihn jetzt immer noch so stört. Leute haben mir Screens geschickt und ich habe Sachen gesehen und ich denke mir so, wieso? Wieso macht man das? Wieso macht man das? Wieso will man einen Menschen so stark einen reindrücken? Und ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall hat sich bei mir immer noch nichts geändert. Ich werde mich eigentlich zu diesem Thema auch gar nicht mehr äußern. Für mich hat sich die Sache erledigt, die Sache ist gegessen. Wie gesagt, ich konnte nicht reden, ich bin nicht informiert, ich weiß von gar nichts. Ist es halt so, ehrlich gesagt, ist es mir auch mittlerweile egal, weil ich bin halt viel zu alt für das und auch viel zu alt, um irgendwie Leute oder Menschen auf andere Menschen zu hetzen. Aha, aber Gegenfrage zu der Sache mäßig. Man merkt, sie hat mich nicht geliebt, weil sie sagt Schlammschlacht hin und her, ne? Das hat er ja erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich da in den Insta-News drüber geredet habe oder hier jetzt in dem Video gerade. Ich bin gerade ein bisschen vergesslich. Aber jetzt auch 2-3 Tage nach der Trennung, nach so einer Trennung, so ein Statement zu machen, gleichzeitig zu sagen, ich bin zu alt für den Scheiß, es ist mir jetzt auch alles egal. Keinerlei Emotionen in irgendeiner Art und Weise zu zeigen. Also wenn du das wirklich geklärt haben wollen würdest, würdest du versuchen, über Freunde, über, keine Ahnung, Management, Mails, irgendwie an sie ranzukommen und zu sagen, guck mal, lass uns einfach noch einmal reden. So, du würdest ja dich mehr darum bemühen. Und hier geht's ja gerade um, also du würdest das ja auch schneller klären, wenn du mit ihr redest. Dann könntest du ja vermeintlich stoppen, dass sie da weiterhin Nachrichten an fremde Mädels schreibt oder wie auch immer. Aber hier ist ja gerade so mehr dieses, warum wird so viel Scheiß über mich gelabert? Warum will man mir so einen reindrücken? Warum ist man so ein Psycho und telefoniert mit einer Zuschauerin eine Stunde? Ist mir egal. Ich bin erwachsen, viel zu alt für den Scheiß. Aber ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Für mich alles Bullshit und Kindergarten. Ich hab das gar nicht nötig. Von dem her hat sich die Sache für mich komplett gegessen. Stark, sehr gut. Ja, dann hat sich die Sache für uns auch gegessen, liebe Freunde. Wir konnten leider hier nicht weiter auf den Zahn fühlen. Wir wissen leider nicht genau, was da los ist. Aurelia? You can holler at me. Schick mir gerne das, was du bekommen hast. Nein, Spaß. Es geht mich an sich auch nichts an, liebe Freunde. Die posten das Ganze ja öffentlich. Vielleicht hat Aurelia ja Bock auf ein Interview. Aurelia, falls... Ich bin da. Ich bin hier. Wir können drüber reden. Lass alles raus. Ja, liebe Freunde, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. 14 Uhr beim neuen Video. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Mich hat es auf jeden Fall unterhalten. Es war ein interessantes Thema. Und ansonsten, ja, bleibt mir echt nicht mehr viel zu sagen, außer haut rein und schaut bitte auf meinem Insta vorbei. Würde mich freuen. Würde mich wirklich freuen, Leute. Ich wirklich. Bitte, bitte. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.